So, herzlich willkommen bei What the Food. Wie ihr euch so ein geiles Garnelen-Kokosnuss-Ingwer-Sandwich machen könnt, das zeige ich euch heute. Also, viel Spaß beim Video und guten Hunger, ne? Und geht los. Und zwar geht's los mit unseren Zuckerschoten. Die blanchieren wir jetzt in kochend heißem Wasser. Und dazu machen wir eine Scheibe vom Ingwer dazu, dass die auch ein bisschen Geschmack kriegen. Und dazu setze ich jetzt mal Wasser auf. Man braucht gar nicht so viel Wasser zum Blanchieren. Und in der Zwischenzeit, na, das ist so ein Stück Ingwer, Daumen groß ungefähr, das kommt da rein. Und in der Zwischenzeit gehe ich hin und tue diese trockenen Enden einfach abbrechen und ziehe auch gleichzeitig dann noch ein bisschen diese, wie sagt man dazu, Strunk auch mit raus. So, das Wasser kocht jetzt. Kommt da ungefähr ein Esslöffel Salz rein in das Wasser. Dann kommen unsere Zuckerschoten dazu. Und die werden, wie gesagt, nur anblanchiert. Das heißt, einmal richtig aufkochen lassen. Und dann kann man die auch schon wieder rausnehmen. Aber wir wollen richtig schöne, knackige Zuckerschoten nachher haben. Und wenn man die zu lange kocht, dann werden die zu weich. Am besten gleich unter Eiswasser oder kaltem Wasser abspülen. Die Flüssigkeit kann man aus dem Topf dann rausleeren. Den Topf dann gleich wieder aufstellen. Dann kommt da ein bisschen Rapsöl rein. Dann haben wir noch unsere Ingwerknolle von gerade eben. Die vierteln wir uns einfach. Darf auch schon mal in den Topf rein. Dann haben wir eine Zwiebel. Dann machen wir einfach den Arsch und den Boden ab. Kommt auch in die Pfanne. Beziehungsweise in den Topf. Es ist schon egal, wie groß die Zwiebeln geschnitten sind, weil wir werden das nachher alles pürieren, dass wir eine richtig sämige Soße haben. Und jetzt gehen wir her und schieben die Zwiebeln ein bisschen an die Seite, sodass wir noch genug Fläche haben im Topf. Und auf diese freie Fläche packen wir jetzt die Garnelen drauf. So, die Garnelen, Schalen und Schwänze haben wir jetzt auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir die Zwiebeln. Dann haben wir hier noch eine Knolle Knoblauch. Die wird auch einmal angepresst, grob runtergeschnitten, einmal durchgehackt und dann kommt die auch dazu. Gerne über die Karkassen drüber machen, kriegen die einfach auch noch mal ein bisschen was ab. Dann haben wir einen Esslöffel rotes Thai Curry Paste, kann man gerne einfach die aus dem Glas kaufen. Echt schade, dass es kein Geruchsfernsehen oder Geruchsstreaming-Dienste gibt, weil das ist ein brutaler Geruch. Ha. So, und jetzt rösten unsere Karkassen. Unsere Soße ist am Laufen. Und jetzt widmen wir uns einfach mal noch dem Topping. Und zwar haben wir dafür einen Apfel, eine Birne und eine Karotte. Dann machen wir uns einen schönen Salat raus. Hier einfach ein bisschen aufpassen, das auf kleinste Stufe machen, sodass es eine schöne goldene Farbe kriegt. Für unseren Rohkostsalat bereite ich schon mal das ganze Gemüse vor. Die Schale von den Karotten tun wir nicht in unseren Fond rein, weil die Schale von den Karotten bitter ist. Aber die Schale von dem Apfel und die Schale von der Birne, die kommen auf jeden Fall in unseren Fond rein. So wissen jetzt zumindest fast alle Beteiligten, wer auf der Party mitspielt. Der Apfel ist da drin, die Zwiebel ist da drin, die Garnele ist da drin, die Birne kommt jetzt noch dazu. Und so haben wir alle Teilnehmer schon mal ein bisschen miteinander verbunden. Dann nehmen wir unseren Sparschäler, schälen die Karotte einfach so runter.
Wer eine Mandoline hat, kann das auch gerne mit einer Mandoline machen. Aber wir sind jetzt einfach ein bisschen fauler heute. Das nehme ich für meinen Salat gleich. Das Innere von der Karotte kommt auch mit auf die Party. Und so ist der Soßenansatz auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Die Karotten macht ihr einfach auf einen Stapel und dann geht ihr her und schneidet euch da schöne dünne Streifen runter. Wer noch fauler ist, der kann auch einfach hergehen und sich so eine große Kastenreibe nehmen und einfach alles runterreiben. Im Apfel schneiden wir uns einfach mal dünne Streifen runter. Das Innere vom Apfel, hier ist was Braunes, das wollen wir nicht. Der Rest kann auch wieder zur Soße. Und dann schneiden wir uns da auch wieder schöne Streifen runter. Also hier hinten ist die Party schon richtig am Laufen. Man riecht schon richtig geil. Die Gewürze von der Thai-Paste, dann der Knoblauch, der Ingwer, die Zwiebeln, die Garnelenschalen. Das macht auf jeden Fall schon mal richtig Spaß, was da rüberkommt. Dann haben wir hier unseren Salat. Da mache ich ein kleines bisschen Essig schon drüber. Dass einfach die Birne nicht braun wird. Die Birne und der Apfel natürlich, dass die nicht braun werden. Dann gebe ich gleich schon mal hier ein bisschen Salz dazu. Der Essig ist ja schon dran. Dann habe ich hier so zwei so Stängel vom Koriander. Zupfen wir uns einfach auch die Blätterchen ab. Die Stiele, die knicken wir uns ein bisschen zusammen. Schneiden die uns einfach klein. Und dann kommen die Stiele auch auf die Party. Und jetzt könnt ihr mal hier reingucken, so muss es aussehen. Und dann nehmen wir so 3 bis 4 Esslöffel und löschen das einfach mal mit Wasser ab. Dann kommen unsere 150 Milliliter Kokosnussmilch drauf. Wenn es einmal richtig aufgekocht hat, dann kommt es auf die Seite und da wird es erstmal geparkt, bis die Garnelen dann soweit sind. Hier haben wir unsere Blätterchen vom Koriander. Tun wir einfach ein bisschen zusammen knüllen, rollen, schneiden uns dann schöne Julienne runter. Dann kommt da ein ganz kleines bisschen Rapsöl drauf, wirklich nur ein Tropfen. Und dann geht man her, tut es ein bisschen mischen. Dann kommt ein Esslöffel Sojasauce noch drüber. Dann fehlt uns nur noch unsere Mayonnaise. Dafür brauchen wir ein leeres Behältnis, ein Ei, 150 Milliliter Rapsöl, ein kleines bisschen Balsamico-Essig, genau, Balsamico-Essig und das wird jetzt einfach zusammengemischt, aufgezogen und dann kommt diese Mayonnaise unter den Salat und dann sind wir eigentlich schon zu 80% fertig. Umso besser der Balsamico-Essig ist, den ihr da reinmacht, umso geiler ist die Mayo einfach. Das jetzt nicht gleich probieren, sondern erst ein bisschen durchziehen lassen und so in 10 Minuten probieren wir das einmal und dann können wir es dann richtig abschmecken, weil jetzt einfach es einfach noch ein bisschen Durchziehzeit braucht. Dann geht's weiter und zwar habe ich jetzt hier einfach nichts Besonderes, einfach nur ganz normaler Toast. Den Toast tun wir jetzt ein ganz kleines bisschen mit Rapsöl voll machen, noch ein ganz kleines bisschen Zucker und dann werden die Scheiben getoastet, einfach im Toaster. Ich habe keinen Toaster, deswegen muss ich jetzt leider in der Pfanne machen, aber ihr habt zu Hause bestimmt einen Toaster, dann könnt ihr es auch im Toaster machen. In der Zwischenzeit, wo unser Toast hier vor sich hin toastet, haben wir hier unsere Garnelenabschnitte
Curry, wie man es auch immer nennen will. Also diese Soße könnt ihr jetzt auch geil mit Pasta machen oder... Eigentlich geil mit Pasta, ja. Mit Pasta, mit Reis, mit Kartoffeln auch geil. Aber das ist eine richtig geile Grundsoße für irgendwelche fruchtigen Garnelengeschichten. Wenn ihr noch einen kleinen Schluck Orangensaft reingibt und ein bisschen Apfelsaft, da kann ganz, ganz schön viel entstehen. Normalerweise würde ich jetzt hergehen und aus dieser Pampe, sage ich jetzt mal, die noch durch den Thermomix lassen, richtig durchmixen und danach durch ein Sieb machen. Ich will es aber euch jetzt nicht zu verkomplizieren, deswegen einfach durch ein ganz feines Sieb die Masse durchstreichen und dann bleibt da auch genug Soße nachher für unsere Garnelen übrig. Und dann streicht man das wirklich noch richtig gut hier durch. Weil natürlich in den Schalen ist natürlich auch extrem viel Geschmack drin. Ätherische Öle. So. Lassen wir jetzt noch ein bisschen abtropfen. Da kommt noch ein bisschen Salz drauf auf die Garnelen. Und dann muss die Pfanne richtig heiß sein. So, wir haben unsere Garnelen angebraten, ja, jetzt. Und da habe ich es einfach umgefüllt, damit sie einfach da nochmal ein bisschen ruhen können, nochmal ein bisschen entspannen, saugen sich nochmal ein bisschen voll mit der Soße, können nicht trocken werden oder so. So kann man sie wunderbar parken. Dann kommen wir jetzt noch zu unserem letzten Schritt. Und zwar machen wir ein Sandwich und dafür brauchen wir einen Toast. Den habe ich hier schon ja vorbereitet. Da gehe ich jetzt einfach hin. Schauen wir das mal an, wie groß es ungefähr ist. So groß. Und dann habe ich mir hier schon meinen Chinakohl vorbereitet. Nehmen wir meine zwei untersten Scheiben Toast. Den Chinakohl schon mal ein bisschen drauf. Dann wird nochmal der Salat nochmal durchgemischt. Also nachdem wir das Pfeifen beseitigt haben, machen wir hier weiter mit unserem Toast. Kommt dann hier überall der Salat drauf. Dann ein kleines bisschen Koriander. Der, der es nicht mag, der lässt es einfach weg. Ich finde es ganz geil. Wenn ihr jetzt auch Bock auf so ein Sandwich habt, dann kocht es doch einfach nach. Und ich würde mich freuen über Kommentare, Likes, Abos, alles, was man da draußen machen kann auf unserer Seite. Tut es und ich wünsche euch viel Spaß damit und einen guten Hunger. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.